ja wirklich immer, immer heißer und immer wärmer. Haben Sie bestimmt auch schon mitbekommen. Vielleicht haben Sie auch schon in den letzten Tagen wirklich einige Tage lang geschwitzt. Und da haben wir jetzt hier unseren Saisonstart, nämlich unser Luftkühler-Spezial, jetzt zu absoluten Spitzenpreisen. Deshalb sollten Sie jetzt hier unbedingt zugreifen, weil diese Preise sind wirklich fantastisch. Und ich bin mir auch sicher, dass die dann ruckzuck weg sind, weil wir haben schon alle geschwitzt. Haben Sie bestimmt auch schon mitbekommen. Auch dieses Jahr befürchtet man, dass es wieder extrem warm wird. Und da muss man sich einfach mal so ein bisschen Abkühlung holen, ein bisschen Erfrischung. Und das zeigen wir Ihnen jetzt hier im Sale-Out. Einfach mal zwischendurch eine richtig schöne, angenehme, kühle Brise genießen. So wie Sie das vielleicht aus dem letzten Urlaub kennen oder von Ihrem letzten Spaziergang. Mal am Bachlauf vorbei oder vielleicht mal am See vorbei. Das ist einfach eine angenehme Geschichte. Keine 16 Grad kalte Luft, die Ihnen da von irgendeiner Klimaanlage entgegengepustet wird, wo die meisten wahrscheinlich nach 2, 3 Tagen dann schon wieder zu den Taschentüchern greifen müssen, weil sie sich eine fette Erkältung eingefangen haben, sondern wirklich ein moderater Temperaturunterschied, der Ihnen einfach nur dieses Gefühl vermittelt. Ja, so diese Gänsehaut, die bekommen. Ja, ich kriege schon nur Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Es ist so unglaublich angenehm. Und Hitze kann sehr belastend sein. Das wissen Sie selber. Gerade mit fortgeschrittenem Alter ist das mitunter. Also wirklich kein Pappenstiel mehr. Aber ich glaube auch in dem Alter, wenn man da so bei 32 Grad oder so scherze oder was dann da sitzt und sich eigentlich gar nicht mehr bewegen kann, ist das eine angenehme Geschichte. So, es ist natürlich schade, muss man gleich dazu sagen. Weil ich meine, wir haben lang genug jetzt auf den Sommer gewartet. Ja, wir haben jetzt monatelang gefühlt Regen gehabt und Schmuddelwetter und so weiter. Aber es ist ja häufig so, dass auf einen milden Winter ein sehr, sehr strammer Sommer folgt. Und auch in diesem Jahr soll das wahrscheinlich wieder ein Hitzerekord nach dem nächsten ergeben. So, wir können mal ganz kurz gucken. Also das sagen nicht wir, das sagen die Experten. Und vielleicht haben Sie auch schon mal gelegentlich mal in der Zeitung oder mal im Internet geguckt. Das sind mal so die Headlines so in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gewesen. Und ja, wir haben schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Und ich finde grundsätzlich auch der Übergang so von diesen 4 Grad auf 24, 26, 27 Grad mitunter. Da war kein Übergang. Für mich auch nicht. Das war von kalt auf wirklich richtig warm. Und wir haben alle gelitten, ja. Gerade müde und so weiter sind wir gewesen. Ich weiß noch, Diana hier, als wir die 26 Grad im Weserbergland hatten, kriegt ihr die Augen ja kaum auf. Das wird der ein oder andere kennen. Der Kreislauf spielt dann irgendwann nicht mehr mit und man setzt sich zu Hause rein und macht die Rollade runter, um die kühle Luft drinnen zu lassen. Das ist es natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich vielleicht auch eine schöne Klimaanlage zu Hause und Sie wissen genau, wenn Sie das Ding einschalten, die braucht 2000 Watt Bombs, dann ziehst du dir mal eben 1 Euro pro Stunde weg. Und bei diesen aktuellen Strompreisen überlegt man sich das zweimal, ob man so ein Ding einschaltet. Deswegen Verdunstungsluftkühler. Und das ist jetzt der offizielle Saisonstart von diesen Gerätschaften. Und Sie werden feststellen, wir steigern uns ein ganz klein wenig in der Beschaffenheit der Verdunstungsluftkühler. Grundsätzlich sind das Gerätschaften, von denen man sagen muss, dass sie perfekt sind, wenn Sie ganz einfach mal eine schöne, angenehme, kühle Brise haben wollen. Das geht schon ganz einfach nur über einen Ventilator, der hier eingebaut ist, dass man schon mal so eine gewisse Luftbewegung hat, gerade wenn es wieder so drückend schwül wird. Wenn es aber dann richtig heiß wird, dann schalten Sie einfach den Verdunstungskühler dazu. Und in diesem Gerät passiert dann Folgendes. Innerhalb dieses Gerätes wird Wasser über eine Wabenstruktur geleitet und über dieser Wabenstruktur wird das Wasser verdunstet. Und dadurch entsteht der Effekt der sogenannten physikalischen Verdunstungskälte. Ich hatte witzigerweise die Tage mit meiner Freundin noch dieses Thema. Kennen Sie, ja? Wenn Sie den Begriff physikalische Verdunstungskälte nicht kennen, kennen Sie es aber von Ihrem eigenen Körper. Wenn Sie aus der Dusche rauskommen, die Umgebungstemperatur hat 30 Grad, Sie kommen aus der kalten Dusche raus oder Sie kommen aus der Dusche raus und fangen an zu frösteln. Warum? Weil das Wasser, das Restwasser auf ihrer Haut verdunstet und dadurch wird ihr ganzer Körper um 2, 3, 4 Grad, schwierig in Zahlen auszudrücken, runtergekühlt. Und das ist genau der Effekt, den Sie haben möchten. Diesen Effekt holen Sie sich jetzt hier mit einem solchen Gerät und die gefühlte Temperatur um Sie herum wird deutlich angenehmer. Das sind keine Geräte, die die ganze Raumluft runterkühlen, sondern wirklich speziell für Sie, für Ihr ganz persönliches Wohlbefinden gemacht sind. Der hier auch noch auf Rollen, leicht und beweglich, ein schöner großer Tank. Leicht zu machen, braucht nicht viel mit 75 Watt, also perfektes Gerät für den Einstieg. Ja, und wir schauen uns natürlich jetzt auch einmal den regulären Preis an hier bei Pearl.de und hier sind wir bei knapp 60 Euro, aber nutzen Sie jetzt hier diese einmalige Gelegenheit zum Saisonstart, unseren fantastischen TV-Sonderpreis.
Der liegt hier bei 39,99 €. Und wir können diese Preise garantiert dann nicht halten, wenn die Saison im vollen Gange ist. Dann ist die Nachfrage ja auch immer extrem groß. Die sind dann auch richtig oft schon ausverkauft gewesen. Also nutzen Sie jetzt hier unsere fantastischen TV-Sonderpreise. Wir erhöhen das Ganze jetzt nochmal und steigern uns auch nochmal. Finde ich auch wunderbar, dieses Modell. So, Swing-Funktion, was ich auch mal recht großartig finde, wenn du hier siehst, wie die Lamellen dann eben auch nach links und nach rechts gehen und diese angenehme, kühle Brise dann eben auch mal im Raum verteilen. Und Sie merken schon, das sind kleine, kompakte Geräte. Und ich gehe mal etwas näher ran. Ich höre ein ganz, ganz leichtes Summen, aber auch nur, weil ich das weiß. Ja, also ich weiß, eine Klimaanlage, ich habe mal so eine Monoblock-Klimaanlage bei mir stehen. Ja, die ist laut, stimmt. Da kann ich nicht mehr schlafen, das Ganze vergessen. Und gerade tropische Nächte, so 25, 26 Grad im Schlafzimmer, dass Sie gar nicht mehr wissen, was Sie noch alles von sich wegstrampeln wollen. Und Sie können einfach kein Auge zumachen, weil es so heiß ist, ist eine reine Qual. Der ganze nächste Tag ist versaut. Und natürlich ist es so, dass wir das Ganze jetzt ein Stück weit verdrängt haben über die letzten Wochen und Monate, weil wir eben so ein Schmuddelwetter hatten und eigentlich auf Sonne und Wärme hingefiebert haben. Wenn es dann mal wieder soweit ist, wenn Sie das ähnlich wahrscheinlich haben wie Diana auch, die sich ja auch nur von links nach rechts wälzt. Du guckst um 1 auf die Uhr, du guckst um 2 auf die Uhr, du guckst um 3 auf die Uhr und jedes Mal denkst du dir, oh, ich habe noch 3 Stunden, noch 4 Stunden Schlaf. Und dann muss ich auch schon wieder ins Büro, dann muss ich wieder die Kinder zur Schule bringen und du merkst einfach, du bist jetzt schon völlig fertig mit der Welt. Da bist du froh, wenn du mal ganz einfach so ein kleines Knöpfchen drücken kannst und dir so eine richtig angenehme Brise mal direkt über den Körper wehen zu lassen. Nochmal, bei der Klimaanlage würde ich das niemals machen. Ich habe mir schon so oft eine Erkältung eingefangen, weil die im Hotelzimmer die Klimaanlage genau aufs Bett ausgerichtet war. Ja, da kann man also wirklich, ich kann nur davon abraten, mach das nicht mehr. Bei den Strompreisen sowieso nicht. Ja, vielleicht mal so ein bisschen stoßkalte Luft rein, aber wenn Sie in den Raum mit 28, 30 Grad oder was runtergekühlt haben mit der Klimaanlage, da sind Sie ein kleines Vermögen los. Das Gerät hier braucht gerade mal 65 Watt, ist natürlich jetzt von der Ausstattung her noch mal ein bisschen komfortabler ausgestattet. Sie haben grundsätzlich immer die Ventilatorfunktion und zusätzlich noch mal 3 Kühlstufen, die Sie einstellen können. Von etwas softer bis hin zu einer richtig angenehmen, festeren oder etwas intensiveren kühlen Brise. Timerfunktion natürlich, und das finde ich ebenfalls spitze, speziell bei dem Gerät. Eine Fernbedienung. Ja, kennt man das? Kennt man, glaube ich, wenn man im Bett liegt und sagt, boah, ich kann irgendwie nicht einschlafen, wälzt sich von links nach rechts. Da ist es doch super, wenn du einfach mal neben dich greifen kannst. Ja, auf jeden Fall. Piep, ja, und bums, eine Sekunde später kommt da schon die angenehm gekühlte Luft dazu. Übrigens auch mit Timerfunktion, auch wenn Sie sagen, ich möchte das jetzt nicht unbedingt die ganze Nacht haben. Mir reicht es mal so eine halbe Stunde, bis ich selig entschlummert bin. Dann kann das Gerät gerne auch automatisch ausgehen. Ist natürlich hier ebenfalls möglich. In 30 Minuten Schritten kannst du das einstellen. Das Schöne ist, dass diese Gerätschaften also nicht nur für den Innenraum zu nutzen sind. Die kannst du dir auch ohne weiteres mal im Sommer mal mit raus auf Balkon oder Terrasse nehmen. Aber die wiegen ja nichts und stehen speziell auch auf Rollen. Die kannst du wie so ein kleines Hündchen quasi hinter dir herziehen und auch eben mal auf Balkon oder Terrasse mal eine schöne, angenehme Brise abholen. Das Einzige, was hier passiert, hier wird Wasser verdunstet. Ja, und ich darf mal anmerken, es gibt, glaube ich, in der Natur keinen natürlicheren Vorgang als das Verdunsten von Wasser. Ja, was natürlich hier im Gerät selber passiert. Aber eine Klimaanlage können und dürfen sie nicht nach außen mitnehmen, macht doch keinen Sinn. Vorne kommt die kalte Luft raus und hinten wird die warme Luft abgegeben. Das ist mehr oder weniger ein Kreislauf, der im Schlafzimmer funktioniert, wenn Sie die warme Luft rausleiten. Aber nicht unbedingt, wenn Sie das Ganze im Außen betreiben. Das funktioniert drinnen wie draußen gleichermaßen. Und wir haben Tausende von Kunden, die diesen Effekt schon als sehr, sehr angenehm empfunden haben. Und auch in diesem Jahr werden das wieder mit Sicherheit etliche hundert sein, die da gerade zugreifen. Bei dem Preisgefüge sowieso. Ja, ich kann mich da auch jetzt immer nur wiederholen. Seien Sie unbedingt schnell und sichern Sie sich hier Ihren Saisonstart-TV-Sonderpreis. Denn wir sehen hier gerade regulär, wären wir bei Pearl.de bei knapp 90 Euro. Aber Sie bekommen hier unseren super TV-Sonderpreis. Der liegt hier bei 59,99 € mit der Bestellnummer der NX7575 und der 569 zu bestellen. Und auch jetzt steigern wir uns nochmal mit der Größe und eben auch mit der Leistung. Aber ich finde das eben so toll, weil gerade auch wenn man zu Hause im Homeoffice sitzt, vielleicht mit den Enkelkindern die Hausaufgaben machen möchte, man muss sich auch konzentrieren und das geht bei dieser Hitze dann einfach nicht mehr so gut. Denken Sie auch an die Haustiere, auch die schwitzen. Und ich finde, das ist für die ganze Familie eine richtig tolle Lösung. Wenn dein Hund neben dir sitzt und die Zunge immer länger und du weißt ganz genau, oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Das arme Tier kriegt ja gleich einen Herzkollaps daneben mir. Ja, also hätte ich so ein Fell.
ja, wäre das wahrscheinlich ähnlich. Das ist ein ganz, ganz tolles Modell hier. Und da sind wir schon mal wieder in einer ganz anderen Liga. Man spricht von der neuen Liga der Kühlgeräte. Mhm. Weil wir hier nicht einfach nur einen Verdunstungsluftkühler für Sie im Programm haben. Bitte nicht falsch verstehen, die ersten beiden Modelle super, wenn du mal eben schnell neben dir mal eine angenehme kühle Brise haben möchtest. Aber hier haben wir einen Verdunstungsluftkühler, der nochmal ein sogenanntes Peltier-Element vorgelagert hat. Und der ein oder andere wird diese Peltier-Elemente wahrscheinlich aus der Kühlung im Allgemeinen kennen. Ich weiß beispielsweise, dass man in vielen Bahnen, in vielen Zügen Peltier-Elemente einsetzt, um die Luft runterzukühlen. Mhm. Ich kenne das auch aus dem Großhandel. Sie kennen das, diese großen Kühlräume, wo Sie das Fleisch und das Gemüse und das Obst und so weiter kaufen können. Da wird auch häufig ein Peltier-Element eingesetzt, um für die entsprechende Kühlung zu sorgen. Und hier passiert Folgendes. Hier wird auch Wasser verdunstet aus einem Wassertank heraus, den wir jetzt alle rausnehmbar und leicht zu befüllen. Mit ganz normalem Leitungswasser übrigens, also kein destilliertes oder abgekochtes Wasser. Bevor das Wasser aber hier verdunstet wird, läuft das erstmal über ein sogenanntes Peltier-Element. Das heißt, hier findet eine Art Vorkühlung statt. Das heißt, das Wasser, was dann später verdunstet wird, wird vorher runtergekühlt und dadurch entsteht natürlich nochmal ein wesentlich intensiverer Effekt, als das bei der klassischen Verdunstungsluftkühlung per se schon der Fall ist. Kleiner Tipp an der Stelle, je kälter das Wasser ist, desto größer ist natürlich auch dieser Effekt. Und wenn Sie vielleicht Lust haben und einfach sagen, Mensch, ich brauche jetzt hier mal eine richtige Abkühlung, dann packen Sie auch ruhig mal so 2, 3 Eiswürfel oder sowas. Ja. Oder so ein kleines Eis, ein Kühlpack oder irgendwie sowas. Ruhig mal mit in den Tank rein. Das macht dem Gerät überhaupt nichts, kühlt das Wasser aber per se runter. Hier eben mit dem vorgelagerten Peltier-Element einfach großartig gemacht, damit dieser Effekt nochmal verstärkt wird. Übrigens hier ein Schutz vor Staub. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht. Ich habe meinen Ventilator aus dem letzten Jahr, habe ich jetzt den ganzen Winter über im Schlafzimmer stehen gehabt. Mhm. Letztens bin ich mit dem Finger drüber gegangen. Ja. Wirbelt Staub auf. Mhm. Ja, das habe ich Gott sei Dank gemacht, bevor ich den eingeschaltet habe. Im letzten Jahr habe ich den Fehler gemacht, in die Steckdose rein, auf Start gedrückt. Ja, ich weiß, da waren auch, glaube ich, noch 2, 3 tote Fliegen mit dabei. Man darf es ja gar nicht. Das ist fies. Sie wissen, was ich meine. Ja? Und das passiert ja immer wieder. Lassen Sie so ein Ding mal 2 Wochen stehen, da setzt sich der Staub in den Lamellen rein. Sie können ja zwischen den Gittern da nicht reinpopeln und sauber machen. Hier passiert Folgendes. Hier ist eine Klappe drauf. Ich mache nochmal aus. So. Wenn also das Gerät ausgeschaltet ist, dann geht hier automatisch die Klappe runter. Das ist eine Art Staubschutz. Und wenn Sie es einschalten, zack, geht die Klappe automatisch auf. Und jetzt können Sie natürlich auch noch die entsprechende Oszillation zuschalten. Das heißt, hier können Sie diese angenehm kühle Luft auch gerne mal verteilen. Das heißt, die ist jetzt nicht nur zielgerichtet auf Ihre Wade, auf Ihren Oberkörper oder auf Ihren linken Arm. Das ist wie am Wasser zu sitzen. Auf einmal kommt dann so eine schöne, angenehme, kühle Brise über Ihren Körper. Sie liegen da und denken, oh, ich kann nicht mehr atmen. Und dann so, auf einmal kommt dieser Wind. Ja, und dieses, oh, Hammer, Wind. Und genau das ist dieser Effekt, den wir jetzt hier haben. Ich glaube, die Herrschaften, die wir Ihnen jetzt hier im Film zeigen, wissen das ausgesprochen zu schätzen. Das ist ja dann eine richtige Wohltat. Das kennt man in der Regel aus dem Urlaub. Oder wenn du mal auf dem Balkon sitzt und dann abends dann mal die Sonne so langsam am Horizont verschwindet und du merkst, wie die Temperatur dann also auch schon langsam aber sich heruntergeht. Dieser angenehme Effekt, den man da hat. Und den haben Sie jetzt eben nicht erst abends um 9 oder um 10, wenn die Sonne untergegangen ist. Den haben Sie natürlich jetzt auch mal ganz einfach, wenn Sie jetzt hier auf dem Sofa sitzen oder eben auch gerne mal auf dem Balkon, auf Terrasse, je nachdem, wo Sie es haben möchten, solange Sie eine Steckdose in der Nähe haben, können Sie den betreiben. Apropos Steckdose, der braucht 120 Watt im Vergleich zu einer Klimaanlage. Die braucht ungefähr das 200-fache von dieser Leistung, ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja, aber da überlegt man natürlich dreimal gleich bei den Preisen, ob man die einschaltet, so ein Verdunstungsluftkühler. Lassen Sie mal eine Stunde oder zwei mal extra laufen und genießen ganz einfach mal das, was der Sommer zu bieten hat, nämlich Wärme und Sonne und das Ganze jetzt eben mit einer angenehm kühlen Brise. Ja, und wir sehen hier gerade, regulär werden wir bei Pearl.de bei knapp 195 Euro, aber Sie bekommen natürlich hier bei Pearl TV zum Saisonstart unseren TV-Sonderpreis und der liegt hier bei diesem fantastischen Luftkühler mit diesem praktischen Peltier-Element 149,99 €. Wenn Sie vielleicht einfach noch eine Kleinigkeit dazu bestellen oder vielleicht auch noch einen kleineren Luftkühler, dann bekommen Sie das Ganze auch noch versandkostenfrei, vielleicht auch noch Batterien für die Fernbedienung. Auch das lohnt sich natürlich. Ja, aber jetzt kommen wir hier zu unserem Highlight und auch da sparen Sie wieder einiges. Also davon bin ich auch richtig begeistert. Ich hatte ja von der neuen Liga der Verdunstungskühlgeräte gesprochen, von den Kühlgeräten im Allgemeinen. Und bitte, bei dem ersten Modell mit dem Peltier-Element ist das schon mal ein richtiges Highlight. Mhm. Aber schauen Sie sich jetzt mal dieses Design und schauen Sie sich alleine mal diesen Effekt an, wenn Sie hier das Gerät einschalten. Sagt, das sind die auch zum Staubschutz gedacht, eine Klappe wie so ein Garagentor.
fällt das dann quasi runter. Sie sehen auch schon, also das Gerät kommt nochmal auf eine deutlich größere Dimension als all die drei Geräte, die wir vorher gezeigt haben. Dementsprechend intensiver ist natürlich der Luftdurchlass jetzt hier. Also den kannst du auch mal ohne weiteres mal 3, 4, 5 Meter von dir wegstellen. Also den habe ich mal als Kühlgerät, auch mal als Designobjekt mal irgendwo in der Ecke im Wohnzimmer stehen, auch mal 3, 4 Meter vom Körper, vom Sofa weg und genieße dann trotzdem diese angenehme Luft. Ja. Auch gerne mal mit 2 oder 3 Personen. Man kennt das auch, im Sommer sitzt man ja nur gerne mal mit Freunden oder was zusammen, egal ob drinnen oder draußen. Und dann ist das schon klasse, wenn auch vielleicht mal eine etwas größere Gruppe mal von dieser angenehmen Temperatur, von dieser angenehmen Erfrischung profitieren kann. Bitte, gerade diese Elemente jetzt hier mit dem Peltier-Element, diese Verdunstungskühler mit dem Peltier-Element sind wirkliche Spitzenklasse. Auch hier möchte ich kurz auf den Verbrauch eingehen. Wir reden von 200 Watt. Auch da kann man sagen, das ist vielleicht gerade mal ein 1/20 von dem, was eine normale Klimaanlage verbraucht. Mhm. Und ja, so eine Klimaanlage, die haben Sie in der Regel dann doch irgendwo in ihrer Wohnung stehen, in der Regel im Schlafzimmer, damit man vernünftig in den Schlaf reinkommt. Aber bis so eine Klimaanlage ihren völlig überhitzten Raum runtergekühlt hat, so auf angenehme 18, 19 Grad, so Schlaftemperatur, hat sie das ein kleines Vermögen gekostet. Den stellen Sie rein, legen Sie sich ins Bett, schalten das Ding mit der Fernbedienung ein und bums, kommt diese Erfrischung, ja, und die Kühle direkt in dem Augenblick, wo Sie es haben. Übrigens auch noch ausgestattet, genau wie Modell Nummer 1 mit dem Peltier-Element, auch mit einem Staubfilter, das heißt auch die Staubgeschichten, die man so in der Luft hat, auch die Rapspollen zum Beispiel, auch das, was mich seit Wochen piesackt, ja, die blöden Birkensamen oder Birkenpollen, ja, oder was, also dieses Jahr ist Heuschnupfen ganz fürchterlich, werden jetzt hier aus den Geräten herausgefiltert. Ist also nicht nur eine angenehme Kühlung, sondern gleichzeitig auch noch eine Raumluftfilterung mit dabei. Ich glaube, die heuschnupfengeplagten Menschen wissen ganz genau, wovon ich da rede. Ja, also diese komischen Pillen, die man sich da reinpfeift, um diesen Heuschnupfen abzumildern. Nach 3 Stunden hängen sie, ja, oh Gott, die machen mich müde, die Dinger. Das ist natürlich fürchterlich. Da haben Sie doch lieber mal ein vernünftiges Kühlgerät, was Ihnen gleichzeitig auch noch die Luft ausreinigt, sodass Sie da zumindest dann doch mal zu Hause eine richtig angenehme Temperatur genießen können und auch diesen lästigen Heuschnupfen mal los sind. Ich glaube, 2 Wochen habe ich noch, dann ist die Birke durch und dann werde ich auch mal wieder aufatmen. Mal gucken, was da noch kommt. Natürlich auch mit Timer ausgestattet, mit einem Ionisator, übrigens auch mit einem Gerät, was Ihnen schlechte Gerüche aus der Luft herausnehmen kann, beispielsweise beim Kochen, wenn du mal mit Zwiebeln arbeitest, mit Knoblauch oder sowas. Oder wenn du mal einen Hund hast, der mal nass geworden ist mit einem langen Fell, der müffelt dann auch ganz gerne mal. Ja, ja, letztens habe ich Bekannte getroffen, die hatten einen Collie, ein wunderschönes Tier, einen englischen Collie, mit so kleinen Augen, wunderschön, richtig toll gepflegt. Schön, ja. Aber da hat sich natürlich dann erstmal in der erstbesten Pfütze gesuhlt und dementsprechend hat er auch gerochen. Er ist dann, du bist eine Schönheit, aber du stinkst. Ja, also das sind so, ich habe ihn trotzdem geknuddelt. Ja, ja, natürlich. Ja, also, aber so einen Duft willst du ja jetzt auch nicht unbedingt im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer haben, auch wenn für mich ein Hund genauso ins Schlafzimmer gehört wie alles andere auch, aber das kann man natürlich auch machen. Aber wir kommen vom Thema ab. Es geht um die angenehm kühle Luft und Monika hat es Ihnen eben schon gesagt, wenn wir natürlich jetzt auf eine Temperatur gehen, 28, 30, 32 Grad, ich habe schon von 40 Grad gelesen, also wir sind ja im Sahara-Bereich, ja, dann können Sie sich vorstellen, wenn wir diese Preise nicht mehr halten können, dann ist Hochsaison für diese Gerätschaften. Mhm. Und jetzt aktuell kriegen Sie den mit 100 Euro Preisvorteil hier bei uns. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, wir sehen es nämlich gerade. Bei Pearl.de wären wir hier bei knapp 300 Euro und Sie sparen hier ganze 100 Euro, weil Sie gerade Pearl TV schauen. 199,99 €. Hier natürlich mit der Bestellnummer der NX1534 und der 569. Und wir zeigen Ihnen jetzt auch noch mal alle Vorteile, die solche Luftkühler haben. Und hier sehen wir das nämlich. Ein geringer Energieverbrauch, das ist ja aktuell wirklich echt gefragt. Denn man überlegt sich dreimal, ob man die Klimaanlage einschaltet bei den Strompreisen. Ja, ja. Natürlich hier auch eine moderate Kühlung. Das bedeutet eben, dass man sich hier auch nicht so schnell erkälten kann. Eher gesagt gar nicht. Ich saß hier auch schon wirklich davor. Und das ist einfach nur angenehm. Kennen Sie ja, wie wenn man einfach im Urlaub am Strand ist und dann dieser Wind kommt, was Carsten wunderbar beschrieben hat. Sie sind super flexibel, egal für welches Modell Sie sich hier entschieden haben. Und das Praktische ist eben natürlich kein Abluftschlauch, finde ich auch hervorragend. Man ist flexibel. Der muss immer irgendwo hin. Ja. Richtig. Ja, ja. Und das ist ja immer schwierig. Aber hier klebt man dann auch nicht mehr auf dem Sofa fest. Man kann sich wieder konzentrieren, wenn man arbeiten möchte. Auch das finde ich super. Und man bekommt einfach wieder diese Erfrischung zu Hause. Also egal, für welches Modell Sie sich hier entscheiden. Wir haben unsere Saisonstartpreise hier für Sie. Deshalb kann ich Ihnen wirklich nur raten, jetzt hier direkt bestellen. Vielleicht auch
mehrere hier bestellen, vielleicht auch mal fürs Kinderzimmer, das ist natürlich auch hervorragend. Also seien Sie schnell und bestellen Sie hier Ihre eigene Erfrischung. Und Sie bekommen hier unsere fantastischen TV-Sonderpreise.